Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut, sehr Du gut. siehst sehr entspannt aus. Du sitzt im Garten, Sonne scheint auf dich, sehr gut. Ja, genau. Ich bin so ein richtiger Sonnenmensch. Aber jetzt, wo der Herbst wahrscheinlich bald kommt, liebe ich es trotzdem, draußen in der Natur zu sein. Also hier draußen ist mein Leben. Ich bräuchte gar kein Dach über dem Kopf. Ja, und ich bin super gespannt auf unsere gemeinsame Zeit. Ja, sehr cool. Also ich freue mich auch sehr. Wir haben ja heute geplant, dass du mein Human Design Chart, so nenne ich es das mal, liest. Ich bin auch schon sehr gespannt, was da rauskommt. Kannst du kurz beschreiben für Leute, die das noch nie gehört haben? Also es ist, glaube ich, auch, sag mal, zumindest in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob weltweit sogar, was man ja selten hört oder noch nicht so oft. Das Human Design. Also kannst du dazu oder das kurz beschreiben sozusagen, dass man so eine kleine Ahnung hat, was es ist, bevor wir da einsteigen? Ja, klar. Kurz kann ich nicht versprechen, ich versuche es mal. Human Design ist eine Mischung aus Metaphysik, Biochemie, Astrologie und vielen anderen Wissenschaften, die versucht, uns als Mensch zu beschreiben und begreifen zu können. Es ist praktisch wie ein Werkzeug, um sein inneres Leben zu verstehen. Das ist jetzt nicht so, dass es das nächste Schubladendenken ist. Es gibt jetzt fünf Typen. Du bist Typ A, du bist Typ C, lebt damit bis zum Grab. Sondern wir als Menschen beschreiben eher diese Typen und machen charakteristisch die jeweiligen Tore und Kanäle, da kommen wir zu, aus. Das heißt, man beschäftigt sich mit Human Design, wenn man an einem Punkt im Leben gekommen ist, wo man vor einer Mauer steht und nicht mehr weiß, wohin soll es führen. Wenn man sich fragt, warum begegne ich im Leben immer denselben Partnern, die mir nicht gut tun? Warum lasse ich immer wieder Leid in meinem Leben zu? Warum bin ich in meinem Job unzufrieden und kündige nicht, obwohl ich weiß, dass die Kündigung der nächste Schritt wäre? Warum habe ich immer wieder dasselbe Familienthema? In der Familie streite ich immer wieder um dasselbe. Ich weiß, das tut mir nicht gut. Es passiert trotzdem immer wieder. Warum verstehe ich meine Körpersignale nicht? Mein Körper sagt mir, es stimmt was mit mir nicht. Was stimmt mit mir nicht? Warum bin ich unter Freunden ganz anderer Mensch als auf der Arbeit. Warum fällt mir alleine sein schwer? Das sind alles Fragen, die wir uns irgendwann stellen und immer wieder die Antwort im Außen suchen. Obwohl, und jetzt kommt der abgelatschte Satz, es steckt natürlich alles in uns, das wissen wir auch, aber wir wissen nicht, wie wir an diesen Kern gelangen. Uns fehlt, beziehungsweise wenn man sich für Human Design interessiert, denkst du wahrscheinlich gerade drüber nach, wie du an deinen Kern kommst? Dir fehlt das Werkzeug, um da reinzugraben und aufzudecken, wer du wirklich bist. Und Human Design ist praktisch die Krücke, um dieses Ziel zu erreichen. Das Okay. war nicht kurz, ich habe es Nee, aber gesagt. alles gut. Es muss ja alles mit rein. Das Gute ist ja, wir machen es gleich live. Ich glaube, das ist richtig cool, wenn man das eben mal live sieht. Dann hat man ja auch eine ganz andere Vorstellung davon. Ja. Aber noch, bevor wir anfangen, die Frage, für wen, ich sag mal, welche Bereiche? So, du hast ja jetzt schon gesagt, okay, die und die Fragen stellt man sich, aber sag mal, könnte ich jetzt auch eben meinen Partner mit reinbringen oder andere Menschen, also Familie oder Haustiere? Also was ist da alles möglich sozusagen? Also du kannst natürlich ein Reading, das ist eine Analyse für dich selber machen, um dich selber zu verstehen. Du kannst aber auch andere Menschen mit analysieren, damit du verstehst, wie Beziehungen funktionieren. Entweder dein Partner, deine Eltern, deine Kollegen, dein Chef, dein Nachbar, dein Vereinsfreund, deine Freundin. Du kannst auch andere Menschen lesen, sage ich mal, damit du verstehst, in welchen Bereichen ihr euch ergänzt und ihr euch vielleicht abstoßt. Aber
dass man ganz liebevoll versteht, wie die Beziehung genau funktioniert. Ja. Weil das ist so individuell und man gerät oft an dieselben Themen im Leben, die sich wie ein roter Faden ziehen. Und man kommt mit einem, ich sag mal, riesigen Problem zu mir und sagt, in meinem Leben funktioniert gar nichts. Und durch Human Design schaffen wir es, den roten Faden in allen Themen zu finden. Ich sage jetzt mal, mangelnde Anerkennung Suche nach Anerkennung im Außen statt im Innen. Ja. Wir brechen das alles runter und können dann sehen, wo man das im Außen immer gespiegelt bekommt. Beim Partner, bei Kollegen und so weiter. Und das Spannendste ist, man kann sogar für sein Haustier ein Reading machen. Ich habe schon mal einen Hund gelesen. Das war mega, mega spannend. Und ich habe vor 2 Wochen gehört, dass man das sogar auch mit seinem Business machen kann. Wenn man zum Beispiel vor der Wahl steht, ich möchte jetzt einen neuen Job machen und ich fange ab dem 1. Dezember damit an, um 8 Uhr. Wenn man wissen will, wie man selber mit seinem Business, mit seinem Beruf in Beziehung steht. Total crazy, aber dem sind irgendwie keine Grenzen gesetzt und man muss sich dem nur öffnen. Wenn jemand nicht bereit ist, zu sagen, ich habe ein Problem und ich möchte Veränderung, ich möchte was dafür tun, dann ist es auch nicht die Zeit für ein Reading. Man muss schon so weit sein, dass man begreift, dass man auch selber die Verantwortung hat und auch die Macht, nicht nur die Verantwortung, für sein Leben gerade zu stehen. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, dass ich niemanden davon überzeugen möchte oder überreden möchte, unbedingt ein Reading zu machen. Keinesfalls. Es muss der richtige Zeitpunkt sein und den bestimme nicht ich, den bestimmen meine Seelenpartner. Jetzt bin ich gespannt. Ich halte es nicht mehr aus. Wir müssen anfangen. Okay. Muss ich irgendwas machen oder du erzählst mir jetzt einfach und ich habe dir deinen Chart gar nicht geschickt, ne? Nee, aber macht ja nichts, ist alles okay, kannst du mir ja noch schicken. Ja. Also, für die Zuhörer sage ich mal kurz, was ich gemacht habe, damit, wenn ihr mithört, auch für euch, da geht das Blatt weg, für euch sehen könnt, welcher Typ ihr seid. Und zwar war ich auf der Internetseite, die ist englisch, die heißt Jovian Archive. Ich schicke dir da nochmal den Link zu. Ich stelle den dann mit rein. Genau. Ja, genau, gerne. Da könnt ihr dann euer Geburtsdatum, Geburtszeit, Geburtsort eingeben. Dann klickt ihr auf Calculate und bekommt dann ein Chart. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sehen kann oder ob die Sonne zu stark ist. Doch, also es ist erkennbar. Doch, doch. Okay, so sieht das dann aus. Mhm. Das ist ein Bodygraph, heißt das, mit 9 verschiedenen Zentren. Und diese Zentren können definiert sein, das heißt, die sind farbig ausgemalt, oder weiß. Weiß bedeutet, dass du wie bei einem Radiosender ein Empfänger bist. Du bist ein Schwamm und saugst diese Energien im Außen auf. Okay. Wenn das bunt ist, bist du ein Sender. Du sendest diese Energie nach außen auf. Aus. Ja. So. Und bei dir sehen wir schon ganz oben, das erste Zentrum ist die Krone. Das steht für Fragen, Inspirationen, Ideen, Zweifel, Gedanken. Und das Zentrum hast du definiert. Das heißt, du bist dir deiner eigenen Ideen und auch Zweifel und Gedanken sehr bewusst. Du bist ein Sender, du drückst dich gut aus und kannst deine Ideen und Inspirationen, alles, was hier oben reinrieselt, gut formulieren und mit anderen Menschen teilen. Das zweite Zentrum ist der Verstand. Der Verstand verarbeitet sozusagen alle Ideen, die oben reinkommen. Und den hast du auch definiert. Das heißt, es bedeutet auch hier, funktioniert dein Verstand so, dass du keine Menschen im Außen brauchst, die deine Fragen beantworten, sondern du bist sehr tiefgründig und möchtest deine Fragen selber beantworten. Du möchtest so lange suchen, bis du die Antwort selber hast und dich nicht auf jemand anderen, wie soll ich das sagen? Also du bist absolut in der Verantwortung, du hast keine Opferhaltung und möchtest dein Päckchen selber tragen, auspacken und auflösen.
Dein nächstes Zentrum ist die Kehle, das hast du weiß. Das heißt, da bist du ein Empfänger. Die Kehle steht für Kommunikation, Ausdrucksweise. Okay. Das heißt, deswegen finde ich auch Podcast eine mega gute Idee für dich, weil du schnappst die Worte der anderen Menschen auf und drückst es so aus, dass andere zu dir sagen, boah, Caro, also wirst du Caro genannt? Ja. Ja, Caro, das wollte ich gerade sagen. Oder, boah, das klang in der Schule immer so kompliziert und du sagst das so einfach. Es ist, du schaffst es einfach, komplexe Sachen ganz kurz und knapp zusammenzufassen. Und das schätzt man. Ja. Ja. Das nächste Zentrum ist deine Identität. Das ist in der Mitte das Karo. Und das hast du definiert. Das heißt, ganz, ganz tief im Inneren bist du dir sicher, wer du bist. Du weißt, wer du bist und du bist nicht immer auf der Sinnsuche nach einem neuen Ich, sondern dein Leben verläuft relativ stabil, denn du bist dir bewusst, du bist ja deiner Vergangenheit bewusst und du hast aber auch wahrscheinlich oft Zukunftsängste. Und du versuchst, deine Vergangenheit ganz, ganz tief zu verstehen, damit du die Ängste in der Zukunft auflösen kannst. Und dabei bist du ganz, ganz stark präsent im Hier und Jetzt. Da muss ich jetzt mal kurz vorgreifen. Dein Lebensthema, das ist das Inkarnationskreuz. Das ist bei dir das Right Angle Cross of Consciousness und das passt perfekt dazu. Und zwar ist das, es geht bei dir in deinem, dein Lebensthema ist Rhythmus. Wie ein Fluss, der fließt und immer den stetigen gleichen Rhythmus hast. Du hast ein ganz, ganz besonderes Verständnis dafür, dass im Leben alles zyklisch und rhythmisch läuft. Du hast den Kampf gegen Widerstand aufgegeben, weil du weißt, es fließt irgendwann doch wieder alles und du kannst vertrauen und ins Empfangen gehen. Ja. Das ist dein Lebensthema. Wahnsinn. Ja, und jetzt fällt mir gerade auf, ich bin voll in den Körper eingestiegen. Eigentlich ist egal, ich mache jetzt weiter. Normalerweise fange ich bin jetzt schon im Kern. Wir machen jetzt mal von Deep Shit auf Oberflächlichkeit, okay? Also, Alles das gut. nächste, was ich erklären wollte, ist das Herzzentrum, das steht für Willenskraft. Und du bist ein Mensch, das haben übrigens nur 20% aller Menschen definiert. Du hast das definiert. Du strahlst eine Willenskraft aus. Wenn du eine Idee hast, dann setzt du alles daran, die Idee umzusetzen. Und die meisten Menschen, also 80%, haben das Zentrum undefiniert. Das heißt, jeder, der mit dir befreundet ist, und 80% deiner Freunde haben das undefiniert, wenn man mal die Wahrscheinlichkeitsrechnung so überträgt. Die sagen wahrscheinlich, boah, Caro, wenn ich bei dir bin, kriege ich so viel getan oder geschafft. Irgendwie, du bist so ein Powergeber. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann denke ich so, wo ist der Energieschub jetzt hin? Das ist, weil du die Ja. Energie aussendest, Willenskraft zu haben. Du motivierst andere Menschen, an ihren Projekten dran zu bleiben, was zu verändern. Du bist eine richtige Transformatorin, weil du es in den anderen siehst und weil du so sehr willst, dass sie sich verändern. Nicht böse gemeint, sondern dass es ihnen gut geht und dass sie den Willen aufbringen, etwas zu verändern, weil du weißt, der Fluss des Lebens fließt immer für uns. Cool. Drei Zentren haben wir noch. Ja. Dein Emotionszentrum, das ist weiß. Das heißt, du hast die Gabe oder Bürde, je nachdem, wie man es sieht, die Emotionen der anderen Menschen in dir zu spüren. Oh ja. Wirklich, stimmt's? Ja. Ja. Es ist wahrscheinlich für dich eine Katastrophe, wenn du irgendwie in einem Raum gehst, wo vorher Stunk war. Du spürst es in deinem Körper. Es ist nicht nur so, dass man irgendwie in der Aura fühlt, ach, hier war gerade Streit, sondern du spürst es in dir drin. Und es kann sein, dass du abends, zum Beispiel vorm Einschlafen, so ganz wirre Gefühle hast, Emotionen, Verwirrung, Chaos. Und du denkst dir, heute war mein Tag doch gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Und es ist, weil dass das Päckchen von anderen Menschen ist und du saugst das auf. Du bist ein emotionaler Schwamm.
Und wenn ich dir das jetzt sage, kannst du, gibt es dir die Macht wieder, das den Menschen liebevoll wieder zurückzugeben. Aber ich, also du bist so eine selbstreflektierte Person. Ich glaube, du machst das doch schon. Ja, definitiv. Also das habe ich sehr jung gemerkt, dass ich da irgendwas aufnehme, was gar nicht zu mir gehört. Eben wenn ich dann so verwirrt da saß und irgendwie gedacht habe, das ist ja gar nicht möglich. Wo kommt das denn her eben? Und da habe ich sehr schnell anfangen müssen. Also ich habe natürlich manchmal, gibt es auch Tage, da kannst du es dann nicht unterscheiden. Da hattest du eben einen Mischmaschtag, so nenne ich es jetzt mal. Und dann liegst du eben abend im Bett und dann bist du dir nicht ganz sicher, war das jetzt meins oder gehört es zu mir? Aber es ist tatsächlich so, ich habe das lange nicht verstanden, weil das sind ja auch Dinge dabei gewesen, die ich gar nicht erlebt habe. Also normal ist es ja so, man denkt, okay, man kann die Emotionen von anderen nachfühlen, weil man das selber schon erlebt hat. Man weiß eben jetzt, wie viel Angst der Mensch hat oder dass der jetzt das Gefühl hat, dass der keine Luft mehr kriegt oder egal was es ist. Aber ich kann auch Emotionen nachfühlen, die ich noch nie hatte. Und das war am Anfang auch sehr komisch, weil ich es eben körperlich merke. Also es ist sehr, ja, und da muss man schon auf sich aufpassen. Also wie du sagst, eben die Dinge zurückgeben und sagen, okay, ich weiß jetzt, wie es dir geht, aber das ist deins, nimm es bitte wieder zurück. Das tatsächlich gedanklich, also ich male mir das auch visuell aus, dass ich es zurückgebe. Und ich muss halt aufpassen bei großen Menschenmengen. Also es gibt Tage, da merke ich, okay, ich habe wie so einen Schutz, einen funktionierenden Schutzschild um mich rum und dann ist es okay. Aber es gibt eben mehr Tage, sage ich mal, wo ich sehr schnell voll bin. Also wo ich in eine Menschenmenge reinlaufe. Ich hatte es auch schon mal, da bin ich in so ein, da war wie so ein Stadtfest. Und ich habe mich eigentlich gut gefühlt und ich laufe dort in diese Menschenmenge rein, 2 Minuten. Ich musste dort raus, ich musste nach Hause. Ich konnte es auch nicht erklären, aber ich war innerhalb von Sekunden voll. Also ich habe, wie du sagst, eben alles aufgesaugt. Und da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass, ja, auf mich einfach aufpassen. Weil ich kann dann diese ganzen, wenn es zu viel wird, die Emotionen ja gar nicht verarbeiten und gar nicht so schnell zurückgeben, sage ich mal. Ja. Definitiv, also kenne ich auch. Wow, ich habe es definiert, das heißt, ich bin dann der Sender. Also nach unserer Session empfehle ich dir, meine Aufregung irgendwie alles rauszulassen. Was würdest du jetzt im Nachhinein, ich sag mal, deiner 6-jährigen Caro sagen, die so gerade in die Schule kommt und ganz viele offene Fragen hat. Was würdest du dir jetzt heute sagen? Im Prinzip entspann dich. Schön mal. Entspann dich, alles ist cool, alles wird gut. Wie soll ich denn sagen, nimm die Erwachsenen nicht so ernst. Die haben alle ihren eigenen Scheiß, das ist nicht dein Problem. Mach einfach dein Ding und beobachte, weil ich war immer so der Beobachter, aber ich habe es eben damals noch nicht gewusst, dass ich die Dinge nicht voll aufnehmen muss, um sie zu beobachten. Ja, also das große Thema, was ich da versuchen würde, meinem 6-jährigen Kind zu erklären, ist wirklich entspann dich, beobachte, aber nimm die Erwachsenen alle nicht so ernst, weil die haben alle mega eigene Probleme. Das passt aber auch super zu deiner Intuition, weil also ganz links ist die Box, die heißt Milz und die steht für Intuition, Bauchgefühl und die hast du ausgefüllt, farbig hinterlegt. Das heißt, da bist du ein Sender und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Du hast, also du spürst die Emotion der anderen und du hast in dir drin ein Bauchgefühl, was dir praktisch die richtige Antwort zuflüstert. Es ist so ein inner knowing und du weißt gar nicht, woher das immer herkommt. Du willst das auch gar nicht wissen. Es ist da und du teilst das und man fühlt sich dann bei dir, das sagen dir wahrscheinlich deine Mitmenschen auch, so verstanden irgendwie. Guck mal, wir kennen uns jetzt, wie lange kennen wir uns jetzt? 4 Tage oder so. Wir haben erst einmal telefoniert und ich habe auch schon das Gefühl, dass ich mit dir zum Beispiel über richtig tiefe Themen sprechen kann und du mich verstehst und nicht verurteilen würdest. Und wir haben uns noch nie gesehen. Das ist deine Ausstrahlung und das finde ich
Das haut mich ein bisschen um, muss ich sagen. Da bin ich echt super dankbar, dass ich dich kennengelernt habe und jetzt hier die Ehre habe, deine Hosen auszuziehen und Ja. darzulesen. Ja, finde ich echt Ja, total super. mega. Es war ja sowieso total magisch, so nenne ich es jetzt mal, wie wir uns kennengelernt haben und wie das alles so funktioniert hat. Aber es muss ja immer so sein. Hat ja alles Gründe. Definitiv, aber also total cool, dass das so zustande kam und dass wir heute auch schon die Aufnahme zusammen machen und ja, du mir meinen Chart liest. Also ich bin total aufgeregt. Ich finde es total cool. Das ist die Aufregung von mir. Guck, habe ich ja gesagt. Ich habe die Box ausgefüllt. Ja. Ich bin so aufgeregt. Loslassen. Das ist ein cooles Gefühl. Ich nehme das Päckchen zurück. Okay. Dann, das letzte Zentrum, was ich noch hinterher schießen wollte, ist unten die Wurzel. Und die Wurzel steht für Druckadrenalin. Und die hast du undefiniert. Das heißt, du bist empfänglicher als andere Menschen für Druck und Adrenalin im Außen. Du spürst dann wahrscheinlich einen Druck, wo bei dir gar keiner da ist. Das finde ich auch so cool, dass du eben sagtest zu deiner jüngeren Caro, chill doch mal. Mhm. Weil du jetzt im Erwachsenensein verstehst, dass das Druck von außen war und gar nicht dein eigener. Ja. Ja. Das war jetzt erstmal ganz grob dein Bodychart. Also wir sind jetzt tief gegangen. Jetzt gehe ich nochmal eine. Ja. Jetzt gehen wir von der Winterjacke in die Sommerjacke. Okay. Übergangsjacke. Okay. Und zwar bist du vom Typ her ein Generator. Das bedeutet, dass du wie ein Pferd laufen kannst. Du hast eine konstante Power. Du hast auch diese Energieschübe, klar, wenn du was machst, was dir Spaß macht oder was dir keinen Spaß bereitet. Aber normal ist deine Energie konstant und du kannst laufen, laufen, du hast Power, Power. Und wo andere Menschen aufgeben, sagst du jetzt erst recht. Aber wenn du was machst, wo du wirklich keinen Sinn drin siehst, brennst du ganz, ganz schnell aus. Das ist wirklich typisch für Generatoren. Noch die unbewusste Sonne und Erde. Und okay. Die sagen etwas darüber aus, was du nach außen hin ausstrahlst, das sind deine unbewussten Anteile. Wenn ich jetzt deine Bekannten frage, wie ist die Caro so, dann würden die mir sagen, dass du ein sehr reflektierter Mensch bist. Sie würden mir sagen, dass du sehr gerne deine Vergangenheit verstehen möchtest, analysieren möchtest. Das ist das Tor 64 bei dir, das ist das Tor der Reflexion. Dieses Tor erzeugt in dir aber wahrscheinlich auch oft den Druck, Fragen beantwortet zu bekommen, die du vielleicht gar nicht mehr beantworten kannst oder die dir mehr Druck erzeugen, als dir helfen. Mhm. Stimmt? Ja, definitiv. Also, ja. Und die sorgen dann für Chaos in dir und du bist dann wahrscheinlich verwirrt und diese Verwirrung strahlst du auch nach außen aus, was aber überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern ich finde, dass du so selbstreflektiert bist, dass du immer wieder zurück zur Ordnung kommst. Du kommst immer wieder an den Punkt, dass du für dich loslassen kannst, was jetzt halt nicht zu beantworten ist und das festhältst, was du jetzt gerade als Aha-Moment hattest. Und das strahlst du nach außen aus. Das sagen auch Menschen über dich. Du bist sehr, sehr selbstreflektiert, machst dir auch viele Gedanken, aber auf einer ganz, ganz tiefgründigen Ebene verstehst du nicht nur dich, sondern auch andere Menschen. Ja, also definitiv. Auch das mit dem Chaos. Also es stimmt alles, was du gesagt hast. Das wo ich dann danach manchmal da sitze und mir denke, mein Gott, musste ich jetzt wieder mich 3 Tage sozusagen selber fertig machen und mir Druck machen, weil jetzt diese Frage sozusagen wie so eine Wiederholung in meinem Kopf drin war und ich unbedingt diese Antwort wissen möchte. Ja, also das ist immer noch manchmal, dass ich mir da unnötig einen Film mache. Das kennen die Leute auch schon von mir, also so Freundinnen oder so, wenn ich dann wieder... Mittlerweile weiß ich es, ich kann dann anrufen und sagen, ey, ist gerade schon wieder absolutes Chaos in meinem Kopf, ich weiß nicht, was los ist. aber ja, das Gute ist ja, wenn man das weiß, dann kann man es auch schneller wieder abstellen. Ja, genau. Das finde ich auch so das Starke auch an der Persönlichkeitsentwicklung, ich habe das Wort mit P gesagt, dass man nicht nur
etwas über sich gesagt bekommt, sondern dass man das auch, wenn man es weiß, hat man auch die Verantwortung, dass man das entweder in Aktion bringt oder es im Kopf lässt. Und es ist nicht einfach so, dass man nur berieselt wird mit Informationen, sondern du sagst ja jetzt auch schon gerade, was du schon machst oder was vielleicht nicht so ganz passt oder was du vielleicht noch machen möchtest. Ja. Und das ist dann dieses Handeln, ins Handeln kommen. Ja, definitiv. Ja. Deine bewusste Sonne, die liegt im Tor 5 und das ist ein Anteil, der dir selber bewusst bist. Und das ist wieder dieses Rhythmus, der Rhythmus des Lebens. Du bist wahrscheinlich oft aus unerklärlichen Gründen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und du hast so ein super geiles Timing und du weißt genau, wann der richtige Moment ist bei deinen Seelenmenschen oder deinen Kunden, gerade was zu machen. Nicht gerade was, sondern du weißt, zu welchem Zeitpunkt du was anwendest, weil du sofort spürst, ist er jetzt soweit oder du holst jemanden da ab, wo er gerade ist. Ja. Du erkennst, wann eine Sache reif ist und du kannst Sachen ansprechen und auf den Tisch bringen, wo andere noch mit hadern. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sein Riesenproblem beschreibt, was ich schon ganz lange im Leben zeigt, schaffst du es, das runterzubrechen und ganz kurz und knapp auf den Tisch zu bringen, so, dir geht es jetzt so und so, ich spüre das in mir und das würde ich an deiner Stelle tun. Das ist eine so riesige Gabe, dass du erkennst und auch formulieren kannst, was genau gerade Stand der Dinge ist und die Menschen denken, ja, du hast das auf den Punkt gebracht. Hörst du diesen Satz schon mal öfter? Mhm. Ja, weil ich auch ein sehr visueller Mensch bin. Also wenn ich Dinge dann auch wieder rausgebe sozusagen, also ich kann jetzt 10 Bücher lesen und kann die dann auf 3 Sätze runterbrechen, visuell aufmalen, weil ich das immer wollte, dass ich, weil ich der Typ dazu bin, Menschen Dinge einfach zu erklären, wie wenn ich es wirklich einem 10-jährigen Kind erklären müsste. Vorher würde ich es nicht rausgeben. Also entweder ich habe es so gut verstanden, dass ich es aufmalen kann und kurz und knackig eben wiedergeben kann. Aber das ist auch einfach so in meiner Natur drin. Deswegen ja, von den Klienten kommt es öfters, dass wenn da eben, ich weiß nicht, Viertelstunde Story und am Ende ist es ein Satz. Mhm. Ja. Das habe ich übrigens auch in deinen Insta-Videos gesehen. Das Allergeilste sind deine Zeichnungen. Ich bin auch super visuell. Mhm. Der Walkie-Talkie. Ich hab gedacht, warum musst du 31 Jahre alt werden, damit dir jemand aufgemalt zeigt, wie das funktioniert, sich mit dem Feind an einem Tisch zu setzen. Das ist so cool gemacht. Und selbst ich, die, sage ich mal jetzt, Human Design Readings gibt, ich hatte so viele Aha-Momente bei deinen Videos, weil es genau das ist. Du brichst eine komplexe Sache runter und kannst sie so darstellen, dass es einfach jeder versteht. Ich kann das Video nicht sehen und keinen Aha-Moment haben. Es ist so klar wie Kloßbrühe und ja, alle Zuhörer, ihr müsst bitte wirklich unbedingt die Videos sehen, weil das steht so viel auch Liebe und Erfahrung drin. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, du hast jede Scheiße mitgenommen. Das heißt, diese Videos sind nicht nur wertvoll, weil sie irgendwie ein Copy-Paste sind. Auf keinen Fall. Das sind Videos aus dem echten Leben, aus deinem Leben und aus den Erfahrungen, die du mit deinen Kundinnen hattest. Und das war einfach so cool, dass ich, ja, nach unserer Session werde ich nochmal dein Insta-Profil durchgehen. Das war sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja, mich freut es total, wenn ich da auch mal so ein Feedback kriege, das zu hören. Also, dass das auch jemand anderem hilft. Also es sind natürlich, weil ich der Typ Mensch bin dazu, Dinge, die mir helfen würden, weil am Ende sind es ja immer Sachen, die ich mache. Ich denke mal drüber nach, was hätte eben meinem 6-Jährigen, meinem 14-Jährigen, ich und so weiter damals geholfen? Was hätte ich gebraucht? Mhm. Und genau solche Videos, also solche Erklärungen eben, hätte ich gebraucht sozusagen. Und so entsteht es dann immer, dass ich das eigentlich mir selber sozusagen erkläre
Und dann freut es mich natürlich, wenn, wenn es anderen Menschen hilft. Also wenn die da einen Aha-Moment haben dann dadurch. Total cool. Ja, wie süß. Also das ist auch so persönlich, dass du das eigentlich für dein eigenes Ich machst. Und das spürt man auch. Es ist kein, ich sag mal, Frau Rottenmeier-Clara-Ding, dass du so wie in der Schule erklärst und man schluckt die Pille, sondern es ist voll deins. Also wirklich ja. Sehr, sehr cool. Das ist das, wo meine Energie hochgeht. Ja, das, wo du Spaß dran hast, absolut. Und ganz wichtig bei Generatoren übrigens ist auch, dass du Feedback bekommst. Nicht, weil du irgendwie hören willst, wie geil du bist, auf gar keinen Fall, sondern wichtig bei Generatoren ist, Feedback zu bekommen, weil deine Strategie ist es, im Leben zu antworten. Menschen geben dir Impulse und du antwortest drauf. So funktioniert dein Leben. Jemand kommt zu dir, du antwortest. Fragen, antworten, Fragen, antworten. Und wenn du zu deiner Antwort nie ein Feedback bekommst, veräppt die Energie irgendwann ins Nichts. Und du kommst an den Punkt, wo du dich fragst, warum mache ich das denn eigentlich? Also ganz wichtig für jeden, der auch zuhört, der Generator ist, ganz für euch selber ist es sehr wertvoll, wenn ihr auch nach Feedback fragt und Feedback bekommt, denn das gibt euch Power und natürlich hört man gerne, also es ist auch ein bisschen Seelenbalsam, klar, aber es pusht euch auch dran zu bleiben. Das war jetzt, was heißt grob, wir quatschen ja schon eine ganze Zeit, aber das ist jetzt, sage ich mal, ein ganz normales Reading, wenn jemand ohne Fragen auf mich zukommt. Meistens geht man genauer auf Fragen ein, das ist ganz normal. Aber ja, da haben wir jetzt mal etwas in dir hineingeschaut. Sehr cool. Also vielen, vielen Dank. Mega. Hätte ich nicht gedacht, dass das auch so detailliert ist. Also es war ja wirklich, wie du gesagt hast, ich muss dann die Hosen ausziehen vor der Kamera. Richtig, richtig cool. Also ich glaube auch für die Leute draußen, die da jetzt zuhören oder zugucken, einfach mal zu sehen eben, okay, wie funktioniert das? Wie ist das im Detail? Was erzählst du eben da? Was kann ich erwarten, wenn ich eben bei der Sandra so ein Reading buche? Total cool. Also ich fand es mega spannend und es ist super hilfreich. Also gerade wie du am Anfang gesagt hast, wenn man eben noch zu viele Jacken anhat, sage ich mal, also auch ich werde mir das noch 2-3 Mal anhören. Mir sind schon viele Sachen bewusst, aber so ins Detail, die dann nochmal zu hören, ist trotzdem super hilfreich, weil man eben dann ja auch die Entscheidung vielleicht, wie soll ich denn das sagen, ist so, denkt man vielleicht manchmal, okay, ziehe ich jetzt die Jacke an oder die oder so. Und das ist dann manchmal noch der letzte Schubser, wo man denkt, nein, ich habe es doch gewusst. Das ist die Jacke. Die man zuerst anhatte, das ist ja meistens so. Ja. genau, aber das, glaube ich, ist schon sehr, sehr hilfreich und für Menschen, die sich jetzt noch nicht so viel mit den Themen vielleicht auseinandergesetzt haben, mit ihrer Persönlichkeit und eben gerade da sitzen und eben an die Grenze stoßen oder an einem Job sind oder einer Partnerschaft oder egal wie, da einfach für sich mal zu gucken, okay, wie ist denn mein Design? Was läuft denn da eigentlich in mir ab und warum ist es so? Und also ich finde, es ist Gold wert. Dann würde ich sagen, wir belassen es heute mal bei dem. Vielleicht machen wir auch irgendwann anders nochmal ein anderes Reading draus. Und wir machen auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge. Dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Sonne. Und wir hören uns. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir. Ciao. Ciao.